Servus, liebe anderen, willkommen zurück zu Stellaris. Ich habe tatsächlich einmal kurz neu gestartet und ihr seht auch jetzt schon, es sind schon drei Systeme in meinem Einflussbereich. Es sind ein paar mehr in meinem gelben Rahmen. Diesen gelben Rahmen werdet ihr bei anderen Spezies nicht unbedingt sehen, denn das ist der Rahmen, in dem ich mit meinem Wurmloch-Technologie reisen kann. Eine Sache, die wir dann auch gleich zeigen werden, sobald unser zweites Forschungsschiff fertig ist. Zuerst einmal schicken wir dieses Forschungsschiff. Also man kann übrigens auch Planeten einzeln erkunden. Man kann mit Shift hier auch problemlos Befehlsketten machen, aber prinzipiell, man will sein gesamtes System kennen, also einfach einmal System erkunden, dann schaut er sich alles an und alles ist in Ordnung. Mit Rechtsklick kann man dieses Menü aufrufen und dann eben einfach verschiedene Sachen befehligen. Wie gesagt, will ich auch gleich am Anfang ein Forschungsschiff bauen, um eben schneller mehr erforschen zu können. Ich konnte übrigens die gleichen Technologien wieder auswählen, was ziemlich schön zeigt, wie sehr stark die Anfangstechnologien gewichtet sind. So, wie gesagt, das Forschungsschiff fliegt los. Man kann zum ersten Mal sagen, tut, was ihr wollt. Ich tue ganz gerne meine Militärflotte ein bisschen wegschicken, damit es nicht so im Weg ist. Aber prinzipiell ist das vollkommen egal. Gut. Andere Dinge, über die man sich jetzt kümmern kann, bevor jetzt das erste Forschungsschiff fertig ist, ist zum Beispiel der Heimatplanet. Man kann Erlasse erlassen, die nur für diesen Planeten gelten, aktuell noch zu teuer in Sachen Einfluss. Einfluss ist eine sehr wichtige Ressource in diesem Spiel. Wir haben schon den Raumhafen gesehen, wo man seine Schiffe bauen kann. Wir werden später auch sehen, wie es ist, wenn man eigene Schiffe entwirft. Da hatte ich aber ganz gerne vor, ein paar Sachen erforscht, die es wert machen, ein Schiff zu entwerfen. Man kann hier das Ganze um Module erweitern, zusätzliche Waffen, verbesserte Schiffskonstruktion, Energiegewinnung. Gibt es verschiedene Sachen, die Technologien freigeschaltet werden. Man kann auch Armeen ausbilden, sowohl Verteidigungsarmeen, die den Planet verteidigen, auch Angriffsarmeen, die man braucht, um Planeten zu invasieren. Sieht man vor allem, wenn wir mal tatsächlich einen Krieg führen sollten. Weiterhin ein ganz wichtiger Bildschirm, die Oberfläche des Planeten. Planeten haben verschiedene Größen und je nachdem, wie groß der Planet ist, desto mehr Felder hat man hier. 25 ist das Maximum, aber 16 ist eigentlich schon ziemlich viel. Hier oben sieht man immer Planetenmodifikatoren, in unserem Fall hier Heimatwelt, was ein paar zusätzliche Positivmodifikatoren hat, einfach um den Start ein bisschen zu, ja, damit man einen ordentlichen Start hat. Hier ein paar wichtige Dinge. Ihr seht hier diese wunderbaren, schönen Spinnenköpfe. Das sind unsere Bevölkerungsgruppen. Eine dieser Köpfe repräsentiert eine Bevölkerungsgruppe. Jede Bevölkerungsgruppe kann einen eigenen Zufriedenheitsfaktor haben, die können einer eigenen Fraktion angehören, dazu kommen wir mal die erste haben. Und sie kann eigene Ethiken haben. Aktuell vertreten alle diese Bevölkerungsgruppen unsere Ethik, weil es ist einfach das ist, was unser Reich groß gemacht hat. Später im Spiel kann sich das aber komplett ändern. Es kann sein, dass die Hälfte eurer Bevölkerung beschließt, pazifistisch ein großer Schwachsinn, wir wollen alle militaristisch sein. Dann gibt es eben Unruhe, weil sie nicht mit der Ethik des Reiches übereinstimmen. Da muss man versuchen, damit umzugehen. Aber das ist wie gesagt eine Sache, zu der wir kommen. Wenn es erste Fraktionen gibt, dann ist das nämlich besser am praktischen Beispiel zu erklären. Was kann ich hier tun? Ich kann diese Bevölkerungsgruppen hier bewegen und dementsprechend baue ich andere Felder hier ab. Ähnlich wie Civilization, wo man auch eben sagt, dass man seiner Bevölkerung sagt, was sollt ihr abbauen? Und dann eben versucht, das Ganze ein bisschen zu optimieren. Man muss sich nicht drum kümmern, es läuft eigentlich meistens automatisch ganz gut. Dazu gibt es hier noch diese sogenannten Blocker. Die blockieren dieses Feld. Ich kann hier keine Bevölkerungsgruppe absetzen. Und ich kann keine Gebäude bauen. Um das zu ändern, muss ich diese Blocker löschen, halt beseitigen. Es kostet Energie, es kostet Mineralien und man braucht die nötige Technologie. Wenn sie so gelb sind, kann man sie entfernen. Wenn sie rot sind, fehlt einem die Technologie. Aktuell noch nicht wichtig, denn wir haben aktuell noch Platz. Ganz wichtiger Faktor bei der Planetenverwaltung ist dieser Wert hier unten. Das ist der Wert, den dieses Feld produziert. Und das sollte man beachten, wenn man Gebäude baut. Zum Beispiel hier dieses Feld produziert Gebäude. Also sollte ich, wenn dann eine Hydrokulturfarm drauf bauen, werde ich übrigens auch tun, denn ich will mein Wachstum beschleunigen. Wenn ich hier ein anderes Gebäude drauf bauen würde, zum Beispiel eine Bergbaunetzwerk, würde hier eine Meldung kommen, dass dann meine Nahrung nicht mehr abgebaut werden kann. Das heißt, man muss ganz, oder man sollte, man muss nicht, aber es wäre effizient, ganz bewusst sagen, okay, ich baue auf jedes Feld die passenden Gebäude. Ich habe zum Beispiel hier ein sehr, sehr starkes Feld, das mir vier Sozialforschung gibt. Da baue ich nicht eine Farm drauf, dann ist die Forschung weg. Da baue ich ein Forschungslabor drauf, um das Ganze noch zu fördern. Sonst gar nichts. Einfach so eine einfache Sache, die man sich einfach bewusst sein sollte. Planetenverwaltung. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, wieder
loslegen. Wir haben jetzt eigentlich auch ein zweites Forschungsschiff. Ein Forschungsschiff, damit es effizient arbeiten kann, sollte immer ein Anführer, ein Forscher haben. Damit kommen wir auch zum Anführer-Tab. Es gibt Gouverneure, Wissenschaftler, Admiräle und Generäle. Admiräle befehligen Flotten, Generäle befehligen Bodentruppen. Gouverneure herrschen über Planeten, Sektoren oder anderes. Wir haben aktuell genau einen Gouverneur, der herrscht auf unserem Planeten. Kulen 38, kann man sich auch anschauen, wenn man auf den Planeten geht, dann sieht man in der Übersicht, hat diese Fähigkeiten, wird irgendwann sterben, wird Erfahrung sammeln, wenn er stirbt, wird er eben von jemandem nachgefolgt. Es gibt zusätzlich übrigens noch jemanden, der das Reich beherrscht, aktuell Legendary Marvin, Alter von 48, ein Investor, das heißt, wir erzeugen mehr Credits und ein Charismatiker, ist ja ganz klar, Erlasskosten, Erlassdauer, Boni. Auch der wird irgendwann sterben, dann wird ein neuer festgelegt, ganz klar. Jetzt fängt übrigens mit Fähigkeit 4 an, während die meisten Charaktere mit Fähigkeit 1 anfangen. Das ist einfach eine kleine Sache, die man am Start einfach so erhält. Jetzt brauche ich eben hier einen neuen Forscher für mein Forschungsschiff. Dazu rekrutiere ich einen Wissenschaftler. Ich kann dann hier schauen, Erkundungsgeschwindigkeit, durchaus ganz praktisch für jemanden, der auf dem Forschungsschiff sein soll. Entdeckungschance Anomalien plus 10%, auch sehr hilfreich. Forschungsgeschwindigkeit Raketentechnik hilft mir jetzt nichts für jemanden, den ich auf ein Schiff stellen will. Genauso kann man übrigens auch hergehen und sagen, was habe ich denn hier? Erfahrungszuwachs Anführer. Die erhalten zwar alle hier Erfahrung durch Forschen, aber deutlich mehr Erfahrung erhalten sie eigentlich durch dadurch, dass sie auf Forschungsschiffen sind. Man kann sich also auch hinstellen und sagen, ja, eigentlich könnte ich den doch auch auf ein Schiff stellen. Und dann nehme ich zum Beispiel den hier, der ist für sozial auch ziemlich schlecht. Von daher hilft das irgendwie auch nicht wirklich weiter. Aber es sind halt Sachen, über die man einfach nachdenken kann, wenn man will. Muss man natürlich nicht. Man kann auch einfach hergehen und sagen, okay, ich brauche einen Anführer. Rekrutieren wir einen, der ein bisschen was kann. Entdeckungsschatz Anomalien, stecken ihn drauf und jetzt ist es gut. So, während mein erstes Forschungsschiff mein Heimatsystem erkundet, werde ich dieses Forschungsschiff schicken, um ein anderes System zu erkunden. Meine persönliche Empfehlung, fangt mit denen an, die in eurem Einflussgebiet sind. Das ist alles, was hier rot gefärbt ist. In diesem könnt ihr Bergbau und Forschungsstationen bauen. Den einen oder Einflussgebiet könnt ihr weiterhin durch Außenposten und durch Kolonien. Dazu kommen wir aber dann später noch ein bisschen. So, ich erkunde jetzt erstmal Skeptrum. Dieses Symbol heißt, dass hier ein Planet ist, der potenziell bewohnbar ist. Und deswegen will ich da erstmal hinschauen und schauen, ob es eventuell ein sehr guter Planet ist, den wir wirklich bald in Bälde nutzen wollen. Es gibt hier einen wunderschönen Button, auf Schiff gehen. Der führt auch dazu, dass man auf das Schiff, dem Schiff folgt. Dann zeigen wir mal kurz den Wurmlochantrieb. Wurmlochantrieb bei denen so ist ein bisschen schade, denn Wurmlochantrieb kann leider nicht dem Schiff folgen. Aktuell wird vielleicht noch verbessert. Aktuell wird es aber so sein, dass wir am Rande der Galaxie zurückbleiben. Bei Hyperraum und Warpantrieb funktioniert das problemlos. So, der fliegt an den Rand. Er baut sich ein Wurmloch auf. Und dann ist er jetzt gleich plötzlich weg. Ah, er folgt ihm sogar. Ich sag schon gar nichts mehr. Letztes Mal hat es nicht funktioniert. So, was ist der große Nachteil an einem Wurmloch? Erstens die Reichweite. Ich muss neue Wurmlochstationen bauen, um diese Reichweite auszubessern. Zweitens, wenn ich jetzt hierhin will, muss ich hierhin springen, ein neues Wurmloch aufmachen und dahin springen. Und dann kann ich hier wieder zurück und wieder woanders hinspringen. Also ich kann ohne einen Wurmlochgenerator in dem System, in dem ich mich gerade befinde, nur dahin springen, wo ein anderer Generator ist. Und von da aus dann eben sozusagen weitergehen. So, wir werden jetzt hier mal auf Schnellste spielen. Ihr seht, hier ist jetzt nicht so viel los. Wir haben einen Stern, Klasse F. Wir haben einen Planeten, der potenziell besiedelbar ist. 19, kontinental, eigentlich sehr interessant. Also er ist groß, er ist kontinental. Könnte eine sehr interessante erste Kolonie sein. Ansonsten Gasriese, normalerweise nicht bewohnbar. Vielleicht hat er ein paar interessante Ressourcen. Weiterhin hat unser Schiff im Heimatsystem noch nicht eine einzige Ressource gefunden. Das ist ein bisschen bitter. Sagt ja und fand drei Mineralien. Drei Mineralien ist sehr gut. Oder ist gut. Meistens findet man, wenn dann zwei. Und dementsprechend werde ich hier auch für eine Bergbaustation bauen. Das ist nämlich so eine sogenannte orbitale Ressource. Orbitale Ressourcen heißt, ich kann sie mit sogenannten Stationen auch abbauen. Im Gegensatz zu planetaren Ressourcen, die ich eben auf dem Planeten abbaue. Die orbitale Ressourcen sind vor allem interessant bei Planeten, die man eben nicht kolonisieren kann. Aber auch kolonisierbare Planeten werden orbitale Ressourcen haben. Kann man sich überlegen, ja, ist es das vielleicht nicht wert, dass ich den Planeten kolonisiere,
baue ich vielleicht nur die Orbitalressource ab. Ich werde jetzt hier, wenn ich, weil ich die 90 Mineralien haben, eine Bergbaustation bauen und dadurch meinen Mineralien-Output deutlich vergrößern von 7 auf 10. Die Bergbaustation wird einen Unterhalt von 1 haben, was uns hier so ein bisschen an den Rand treibt. Aber ich werde deutlich mehr Mineralien machen und ich kann dann hier eine Bergbaustation bauen, die diese Energie abbaut. Wir haben also 3 Mineralien, 2 Energie. Ist schon mal ein ziemlich guter Anfang. Ansonsten schauen wir mal zu unserem Raumschiff in dem anderen System. Er hat hier 2 Energie entdeckt. Im Klasse F-Stern gibt es nicht viel zu sagen. Und hat gerade 61% und ist jetzt gerade fertig. Pause. Da sind ein paar Sachen passiert. So, das Skeptrum-System ist vollständig erkundet. Skeptrum, auch hier, wie gesagt, der Planet hat eine orbitale Ressource. Ich könnte also eine Station bauen und die orbitale Ressource abbauen. Oder aber ich kolonisiere den Planeten. Bewohnbarkeit 85%. Warum 85 und nicht 80? Ah, sehr schön, da kommen wir gleich dazu. Wir haben ein bisschen Glück gehabt hier offenbar. Das gehört zusammen. Okay. Also wir haben... Okay, wir haben im Skeptrum Alienleben getroffen. Das heißt, ah ja, hier sind Wesen, 3 Wesen, die ja wild durch die Gegend fliegen. Und das heißt, unser Schiff wird sich jetzt gleich voller Panik zurückziehen. Das hat hier als Flottenhaltung ausweichen. Hier gibt es verschiedene Befehle und eben auch die Flottenhaltung. Wenn ihr auf Ausweichen ist, sobald ihr ein anderes Ding sieht, haut er ab. Ist überhaupt kein Problem, er ist mit dem System fertig. Wegen mir soll er ehrlich gesagt sowieso nach Hause fahren. Wird also gleich abhauen. Wir haben jetzt hier Leben entdeckt. Sobald man das erste Mal Leben entdeckt hat, kommt immer diese Nachricht. Ist also nicht weiter interessant. So, viel interessanter ist, was wir hier gefunden haben auf dem Planeten. So, das ist natürlich die Frage, was als erstes kommt. Also unser Forschungsschiff, die Oberfläche von Skeptrum 2 scannt, wird schnell klar, dass wir etwas Außergewöhnliches gefunden haben. Wir sollten wachsam sein, denn die Atmosphäre enthält spezielle Gase, die unsere Bevölkerung beeinflussen könnten. Beim Erkunden neuer Planeten werden wir sicherlich noch auf weitere solche Irregularitäten treffen. Wir sollten ihren Einfluss auf unsere Expansionsbestimmungen nicht unterschätzen. Das ist einfach so eine allgemeine Meldung. Man kann bei jedem Planeten irgendwelche seltsamen Dinge finden. Die Zoff trifft hier, ist unser Forschungsschiff hier. Hat einen verblüffenden Fund gemacht. Auf dem Planeten wimmelt es nur so von Alien-Lebensformen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte sind wir auf Lebensformen getroffen, nicht von Sirius stammen. Diese erstaunliche Entdeckung hat jene zum Schweigen gebracht, die glaubten, wir wären alleine im Universum. Obwohl keine der Alien-Kreaturen auf Skeptrum fühlend sind, ist wahrscheinlich nur eine Frage Zeit, bis wir auf fühlende Wesen treffen. Also sie haben einen Planeten gefunden, der tatsächlich besiedelt ist. Wir halten auch gleich mal 60 Sozialforschung, was natürlich ein schöner Boost für hier ist. Wenn man sich... Vielleicht haben wir aber auch nur 10 erhalten, interessant. Und Pause ist weg. Haben wir also jetzt hier sehr interessant gefunden. Der ist gar nicht mal abgehauen. Offenbar war das Wesen schnell genug wieder weg. Wahrscheinlich haben wir jetzt genau alle Aliens, denen man begegnet, werden griechisch durchbuchstabiert. Von Alpha bis Omega. Weiß nicht, was sie machen, wenn ihnen die ausgehen. Durchaus möglich. So viel Buchstaben hat das griechische Alphabet nämlich nicht. Und wahrscheinlich fangen sie von vorne wieder an. Und... Genau, können wir untersuchen. Ganz wichtig, wenn man sowas untersucht, ist immer dieses Symbol hier oben. Das ist so ein bisschen klein und versteckt, aber es ist wichtig, denn wenn ich jetzt hier auf Erforschen klicke, ruht meine Sozialforschung. Der macht jetzt hier nicht weiter, bis er die Alpha-Aliens untersucht hat. Muss man also sich also sehr bewusst sein, ob man das wirklich will. Ich tue es jetzt mal einfach, damit es getan ist. Ich weiß nicht, ob es gerade gut ist, weil meine Sozialforschung ist gerade ein bisschen wichtig für mich, weil ich habe, das ist jetzt ein bisschen Pech, könnte man fast schon sagen, weil ich habe eigentlich gerade einen sehr coolen Planeten gefunden, den ich eigentlich sehr früh besiedeln will. Auch wenn er viele Blocker hat, die ich noch nicht bereinigen kann. Aber gut, er ist trotzdem viele Felder, er ist groß, er ist sehr bewohnbar. Vielleicht ein sehr, sehr guter Planet, wo es eigentlich wenig Grund gibt, ihn nicht früh zu kolonialisieren. Aber ich habe ausnahmsweise nicht die Anfangstechnologie genommen, mit der ich sofort kolonialisieren kann. Haha. Kann eben passieren. Gut. Ansonsten haben wir dieses System jetzt fertig erkundet und dann soll er jetzt ein anderes System erkunden. Und zwar soll er Manward erkunden. Ihr seht jetzt auch, er fliegt zurück, denn er kann über das Wurmloch nur zurück nach Ungol. Und dann kann er eben von Ungol zurück nach Manward, ein neues
um noch aufmachen und dann eben dorthin fliegen. Gut. So, jetzt kommt hier eben eine Meldung Außenposten. Außenposten, das sagte einem sehr früh, Außenposten haben den Vorteil, dass sie den Einflussbereich erweitern, dieses rote Gebiet, in dem wir auch unsere Minen, also Raumstationen bauen können. Aktuell noch nicht von Bedeutung, denn aktuell weiß ich ja nicht, was auf den Sternen ist, die außerhalb meines Einflussgebietes sind. Von daher weiß ich aktuell nicht, wohin ich am besten einen Außenposten bauen soll. Das ist also aktuell noch nicht von Bedeutung. Gut. Dann können wir mal wieder loslegen. Feldbock haben wir darüber gesprochen. Der erste unserer Forscher hat zusätzlich eine zusätzliche Stufe erhalten. Zusätzliche Stufe heißt, er kriegt allgemeinen Boni. Er ist besser. Wird man auch merken, wenn man Anomalien erforscht. Und er erhält auch immer einen zusätzlichen Bonus. Oder nicht immer, aber oft. Erkundungsgeschwindigkeit plus 5, das brennt. Ist natürlich super für unseren Befehlshaber unseres Forschungsschiffs. Und er kann dann auch fröhlich weitermachen. Also einfach neue Stufen. Die Anführer haben eine Art Level-System von 1 bis 5 und haben dementsprechend Fähigkeiten und andere Chancen. Jetzt haben wir hier eine Anomalie gefunden auf Vurlat. Anomalien kann man ignorieren, man kann sie sofort erforschen, aber solange man eine Anomalie nicht erforscht hat, kann man diesen Planeten nicht nutzen. Man kann keine Raumstation bauen, man kann auch nicht kolonisieren, man muss das vorher erforschen. Ich persönlich würde sagen, wir erforschen das einfach, wird das automatisch machen, zusätzlich zu seiner normalen Erkundung des Systems. Anomalien erforschen funktioniert folgendermaßen. Er fliegt hin, untersucht das und wenn er fertig ist, hat man eine Meldung, was passiert ist. Hier oben gibt es immer schon die Alarmmeldungen und das Skeptrum-System wurde vollständig erforscht. Wir haben eine neue Stufe erreicht und wir haben eine Anomalie gefunden. So, Geheimnisse vor unserer Türschwelle. Die Anomalie auf Fulat hat sich als natürliche geometrische Formation herausgestellt, also nicht so spannend. Sieht fast wie ein Pfeiler aus, der den Weg nach vorne weist. Die natürliche Schönheit des Universums kann ziemlich erstaunlich sein. Wir sollten diese Art von Anomalien weiter untersuchen und immer sich Gelegenheit dazu bietet. Dadurch werden wir fast mit Sicherheit neues Wissen, neue Technologien erhalten. Diese Texte sind übrigens in sehr, sehr weitem Maße davon abhängig, welche Ethiken das Reich vertritt. Zum Beispiel, also ich habe mal eine spirituelle Spezies gehabt, die hat sehr, sehr andere Texte gehabt, wo halt dann ganz viele Sachen, oh, Verbindung mit dem früheren Universum und was weiß ich, was, ganz ähnliche Sachen. Also hat einen sehr hohen Einfluss darauf, wie diese Texte formuliert werden. Aber ansonsten nichts Besonderes, das hier irgendwie erwähnenswert wäre. So, wir haben die Station gebaut, um diese drei Mineralien abzubauen. Jetzt ist unsere Energie ein bisschen im Keller, eben deswegen. Aber dafür machen wir jetzt 10 Mineralien pro Monat. Das heißt, wir haben sehr schnell die nötigen Mineralien zusammen, um hier eine Energiestation zu bauen und können dann eben wieder Energie machen. So, dieses Forschungsschiff ist fertig. Jetzt soll ein anderes Thema erkunden, der Grundmannwart. Ich kann jetzt auch hier vollkommen problemlos hergehen und sagen, erforsche Kador, erforsche das hier, und jetzt muss ich mich die Zeit lang nicht mehr drum kümmern. Man sollte übrigens am Anfang eigentlich auch mal rauszoomen und einfach mal schauen. Wir haben hier Dust Clouds, Nithrin Expanse, also Nebula und Dust Clouds, wenn ich so mich richtig erinnere, sind Gebiete, wo man mehr Ressourcen findet. Expanse, weiß ich jetzt gerade nicht, was da man da für Eigenschaften hat. Das sind einfach so Gebilde im Weltraum sozusagen. Das Konstruktionsschiff schläft gerade noch. Wie geht es dir? Du hast hier drei Forschungen gefunden. Du hast eine weitere kontinentale Welt gefunden. Die hat aber statt plus 5%, die hat wilde Stürme, also auch eine Besonderheit wie unsere anderen, aber hier eine negative, beziehungsweise positiv und negativ, also niedrige Bewohnbarkeit, niedrige Zufriedenheit, aber eine höhere Physikforschung. Ich kann sagen, okay, ich kolonisiere dich trotzdem, weil du riesengroß bist. Ich glaube, ich werde ihn auch kolonialisieren. Oder ich sage, okay, ich hole mir die Physikforschung und gutes. Alles eine Möglichkeit. Das wird jetzt ein bisschen negativ fast schon, denn ich habe zwei kolonisierbare Planeten in meinem direkten Einflussbereich. Das ist fast ein bisschen negativ, denn man kann auch außerhalb seines Einflussbereichs kolonialisieren. Man muss nicht innerhalb seines Einflussbereichs kolonisieren. Ich kann auch hier kolonialisieren, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ich halt hier kolonisiere, erhöht sich mein Einflussbereich nur ein bisschen. Wenn ich hier kolonisiere, erhöht sich deutlich weiter. Das ist so ein bisschen ein Nachteil, dass man nicht Planeten in meinem Einflussbereich habe. Denn die Anzahl an Kolonien ist auch ein bisschen begrenzt. Zum einen ist es ein Kostenfaktor. Sehen wir damit zum ersten Mal kolonisieren. Und zum anderen auch ganz wichtig, man kann nur eine begrenzte Anzahl an Planeten direkt kontrollieren. Beziehungsweise man kann unendlich viel direkt kontrollieren. Es gibt auch von mir bereits eine Modifikation im Workshop. Die habe ich bereits vor Release hochgeladen, damit es zum Release auch praktisch da ist. Und damit kann man 999 Planeten sogar verwalten. Das ist eine Zeile in der Dings, die ich finde, habe
deaktiviert natürlich Iron Man, aber wer alles selber verwalten will, kann es dann tun, muss aber auch nicht. Was will das Spiel uns eigentlich damit sagen, dass wir eben den Planeten nicht direkt kontrollieren sollen? Das heißt nicht, wir müssen aufhören zu kolonisieren, sondern wir müssen sogenannte Verwaltungssektoren einrichten, die dann die Planeten für uns verwalten. Wie das genau aussieht, werden wir sehen, wenn wir die ersten aufstellen können. Will ich, will ich jetzt vorhin nicht gerade großartig dazu reden. So, wir haben diese Weltraum, diese Lebensformer vorstellen, die wir vorher gesehen haben. Das ist, die habe ich aber auch schon bei jedem Spiel bis jetzt gesehen. Deswegen scheinen sie da nicht ganz so viel Vielfalt zu haben. Das sind einfach Weltraumlebensformen, die sind sehr groß, fliegen wild durch die Gegend und ernähren sich von Gasriesen. Greifen eigentlich an. Sind sehr passiv, dass wenn man sie provoziert, greifen sie eigentlich an, kann man also komplett ignorieren, mehr ist das nicht. So, wir haben ein unidentifiziertes Objekt mit Kollisionskopf, auch mit unbekannt. Das ist natürlich dann, das sonst uns dann trotzdem sagen. So, dieses unidentifiziertes Reich, abgeklärt nach Warpflug, sind dann wahrscheinlich die Beta-Aliens, zumindest noch sind es nicht, wahrscheinlich, weil ich noch nicht gesehen habe. Die werden dann wahrscheinlich auf der Karte auch irgendwo angezeigt. Oder auch nicht. Dass wir es dann trotzdem müssen. Aber ist okay. So. Wird früh genug passieren. So, auch dieser Wissenschaftler hat Stufe 2 erreicht. Und das hat er vorher schon gehabt, die Fähigkeit. Ist okay. So, wir haben fast 90 Mineralien. Jetzt können wir jetzt ein Konsolenschiff nehmen und sagen, bauen wir eine Bergbaustation. Dann sind wir nämlich wieder im Positiven, was Energiekredits angeht. Unsere Forschungsschiffe erkunden weiter. Ich habe schon wieder... Was ist denn mit diesen... bewohnbaren Planeten und noch eine ich habe drei kontinentale Welten, das ist ja unglaublich. Ich kann drei Kolonien errichten in meinem Einflussbereich nur und keine davon wird wirklich schlecht, das ist ja krank. Himmel, hilf. Himmel, hilf. Man sieht auch hier immer schön, dadurch, dass hier nirgendwo so ein ZZ-Symbol ist, weiß man, sie sind alle beschäftigt, kann man sich durchaus drauf verlassen. Eine unbekannte, die Gasgeister, das sind genau diese Spezies, die wir erkundet haben. Das sind also diese drei Viecher, die fliegen durch die Gegend und ja, ernähren sich von Gasriesen. Flottenbefehl erfüllt, der Bergbaustation wurde gebaut und wir haben jetzt hier eine andere Spezies entdeckt. Haben wir jetzt das, nee, noch haben wir keinen Forschungs, das sind übrigens die Tolls, die kann man auch größtenteils ignorieren. Sind wir auch hier wieder am Plus mit Energie, weil wir die Station gebaut haben, die entsprechende. Du bist fertig, weil du das erkundet hast. Du erforscht noch die hier. Dann erforscht du doch mal bitte das hier. Und erforsche bitte das hier. Muss ich jetzt auch bedenken, dass auch eine zweite Wurmlochstation Mineralien kostet. Man sollte also auch eventuell sich darauf vorbereiten, dass man die bauen muss. Okay, jetzt auf zwei Planeten verteilt, ist das schade. Und eventuell überlegen, dass man rechtzeitig die nötigen Mineralien hat, um eine Wurmlochstation zu bauen, bevor man eben sagt, okay, meine Forschungsschiffe können jetzt schon nichts mehr erkunden, weil ich meine Wurmlochstation nicht gebaut habe. Trotzdem will ich jetzt hier diese Energie abbauen und danach noch die drei Mineralien. Wen haben wir hier? Wieder die Gasgräsers. Hier haben wir einen schlechten Planeten gefunden. Der scheint aride zu sein. Kann man theoretisch, aber aktuell noch für uns vollkommen unmöglich. Die arbeiten weiterhin fröhlich. Und wie gesagt, das haben also, das ist also die erste bisschen Ruhe. Man hat die wichtigsten Sachen eingestellt. Man kann die Erkundung sehr großräumig automatisieren. Und ab und zu erhält man eben solche Meldungen, dass es eine Anomalie gibt, der wahrscheinlich mit einem Fehlschlagsrisiko minus 7 mal unser Typ so toll ist, weil er Level 2 hat und damit höher als eine Anomaliestufe ist. Fehlschläge können verschiedene Sachen haben, das heißt, es passiert gar nichts, die Anomalie ist weg. Eventuell verliert man den Forscher und das Schiff. Eventuell passiert aber auch was Schlimmeres, das ist aber selten. Ich erforsche eigentlich relativ häufig, wenn Sachen ganz schlecht sind, dann warte ich eventuell, bis meine Forscher halt ein bisschen stärker sind. So, du erkundest eine Anomalie auf einer giftigen Welt. Das kann ja nur lustig sein. Diese giftige, leblose Welt scheint einst von einer halbwegs fortschrittlichen Prä-Raumfazilitation bewohnt worden zu sein. Die Ruinen hier sind immer noch über die ganze Oberfläche verstreut. Also wir haben ja einen Planeten gefunden, wo mal jemand gelebt hat, aber sind offenbar ausgestorben. Jetzt können wir eben herausfinden, warum eventuell. Und zwar jetzt.
Ah ja, Tatsache, schwerer Misserfolg. Unglaublich. Meine erste Molly und ich kriege einen schweren Misserfolg. Dieses Spiel liebt mich. Also was ist passiert? Im Orbit von Parag ist anscheinend nach einer langen Vergessenheit ein kleines Geschwader unserer uralter Kampfdrohnen zurückgelassen worden. Als sie von den aktiven Sensoren des Zofri erfasst werden, fahren die Drohnen des Simorogen zum Angriff über. Wenn es tatsächlich richtiges Pech. Und hier hat sich eine Drohne aktiviert und die wird wahrscheinlich unser Schiff zerstören. Nee, es ist rausgekommen. Cool. Das habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es schnell genug rauskommt. Also unser Raumschiff ist geflohen automatisch durch ein Wurmloch. Ich hätte nicht gedacht, dass es schnell genug geht, ehrlich gesagt. Hyperraum ist ein bisschen langsamer. Aber freut mich natürlich sehr. Und jetzt schicke ich meine Flotte los. Dann, wenn ich es richtig gesehen habe, waren die schwächer als meine. Und werde diese Dings vernichten. Ich kann jetzt nicht mehr sehen, wie stark die waren. Das ist ein bisschen problematisch. Ich hoffe mal, dass 3 Korvetten gegen 2 Korvetten reichen. Wenn ein bisschen Pech haben, die halt die passenden Werte, dann geht das eben nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal auf das Beste. Oh, bevor wir es tun. Ah, kann ich jetzt nicht mehr. Ich hätte einen Anführer bestimmen sollen vorher. Die haben Energiewaffen. Gut, ich habe weder Schilde noch Panzerungen. Schauen wir mal. Das ist ehrlich gesagt eine Sache, wo ich ein bisschen im Zank mit Stellaris bin, sage ich jetzt mal. Stellaris. Okay, wir sind definitiv besser hier. Stellaris hatte diese Kämpfe hier, die komplett gezeigt werden, die schön animiert sind und alles. Aber ich kann nicht eingreifen. Und ganz ehrlich, ich finde es irgendwie ein bisschen, das fühlt sich für mich irgendwie seltsam an. Dass ich das so sehen kann, dass ich das beobachten kann. Aber ich kann nicht eingreifen. Da wäre es mir ehrlich gesagt wirklich lieber, ich würde es nicht sehen. Ich kann mir natürlich nicht hinschauen, klar. Aber irgendwie denke ich mir auch, das ist ja auch eine. Da gehen ja auch Ressourcen rein. Das Spiel muss das ja berechnen. Und das ist eine Sache, wo ich mir echt irgendwie ein bisschen denke, ist das nötig gewesen? Es heißt zwar, man kann durch das Betrachten, na, du erforscht die Anomalie übrigens bitte. Man kann auch durch das Betrachten der Kämpfen, soll man sehen können. Geh weg. Soll man sehen können, wo man eventuell was verbessern muss. Persönlich wüsste jetzt nicht, was ich da sehen soll, ehrlich gesagt. Dann sehe ich vielleicht noch mehr hier unten. Aber das könnte man auch so in dem Bildschirm zeigen und irgendwie. Ich weiß nicht, wie viel Unterschied es macht, ist klar. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ob man da nicht eventuell die Ressourcen, die man dafür verwendet hätte, eventuell sinnvoller woanders hätte einsetzen können oder vielleicht auch einfach dafür sorgen hätte können, dass das Spiel auch auf schwächeren PCs läuft. Ist eine persönliche Meinung. Ganz klar. Ich habe jetzt Technologie erforscht, mit der ich mehr Einfluss erhalte. Und habe jetzt tatsächlich das Pech, dass ich meine Kolonietechnologie nicht mehr gekriegt habe. Es ist tatsächlich möglich. Jetzt habe ich ein bisschen ein Problem, weil ich will eigentlich kolonisieren. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich jetzt erforsche. Ihr seht, die haben hier verschiedene Kosten. Das brauche ich eigentlich gerade nicht. Hydrokulturfarm 3.2 ist auf keinen Fall verkehrt. Noch mehr würde mich eigentlich fast gerade besser machen, aber es dauert halt deutlich länger. Deswegen mache ich jetzt lieber. Okay. Mache ich jetzt das hier, weil ich will halt doch in bändigst mal meine. Ist noch nicht fertig. Meine Kolonieschiffe beginnen können. Wir haben kein einziges Schiff verloren. Sehr schön. Noch nicht, okay. Genau, hat wunderbar funktioniert. Wir haben sehr viel getroffen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich daraus wirklich viel lesen können soll, aber es ist, wie es ist. Gut. Dann schicken wir unsere Militärflotte zum Raumhafen. Man kann auch hier einfach draufklicken, dann fährt er automatisch und repariert sich. Dann das Forschungsschiff. Das in die entsprechende Dings fliegt. Das hat jetzt hier, mir fehlt das System zu erkunden. Das soll jetzt aber zusätzlich noch Shift-Rechtsklick Projekt erforschen. Was ist das Projekt? Das sind Trümmer von den Schiffen, die ihr gerade vielleicht haben. Jedes Mal, wenn man irgendetwas besiegt, egal ob das ein Schiff ist, eine Station oder irgendwas anderes, kann man die Trümmer erkunden. Und daraus sehr oft durchaus hilfreiche Informationen erfahren. Das sollte man meistens tun. Vielleicht wenig Gründe, das nicht zu tun, außer dass halt man sein Schiff dafür kurzzeitig einsetzen muss. Auf jeden Fall auch die Bergbaustation für die 3 Mineralien hier. Energie sind wir ja aktuell sehr stark. Wir haben die Gamma-Aliens getroffen, haben damit ein neues
Möglichkeit hier, werde ich jetzt aber nicht machen, denn wie gesagt, aktuell will ich meine Sozialforschung hier ein bisschen Fuchs hindern. Ich will eigentlich ganz gerne bald mal hier übrigens auch wieder sehr schön. Ah ne, dem Fall nicht. Das. Ich wollte jetzt einfach mal, dass die friedlich sind und sag, dass du passiv sein sollst, nicht, dass du nicht abhauen sollst vor denen, weil ich nicht will, dass die abhauen, sobald sie da sind. Ich glaube einfach mal, dass er friedlich ist. Das ist auch wieder definitiv keine andere Zivilisation. Wir mit Schatten, das ist die Anomalie, die wir gerade erforscht haben. Diese gewaltige Schattenflächen ziehen über die Oberfläche von. Ja, das muss man nicht alles vorlesen. Sehr interessant. Definitiv, denn dieser Planet, um den es hier geht, Gatana 2, das ist der hier, kriegt 6 Sozialforschung. Das heißt, da muss man definitiv eine Forschungsstation hinstellen, sehr, sehr mächtig. Muss aber vorher in meinen Einflussbereich, das wäre also ein Grund, einen Außenposten zu bauen. Außenposten kosten Mineralien, kosten Einfluss. Aber 6 Sozialforschung ist schon. Also nur deswegen würde ich wahrscheinlich keinen bauen, aber wenn zum Beispiel hier noch mehr Interessantes ist, wer weiß. Wir werden sehen. Sollte immer entsprechend bedenken. So. Mein Forschungsschiff ist hier. Es ist jetzt nicht zurückgezogen, weil ich es auf passiv gestellt habe. Aktuell sollte man es aber auf ausweichend belassen, weil sonst verliert man sehr relativ schnell. Glaubt mir, ich habe mehrere Forschungsschiffe verloren. Aber ich wollte halt jetzt nicht, dass es sofort wieder geht, weil ich davon ausgegangen bin, dass das Schiff da eben tatsächlich friedlich ist. Gut, damit mache ich hier wieder einen Schnitt und sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann, viel Freude. Servus.